Tja, da hat die gute Harriet es geschafft, uns Soltan Karnowasch zu präsentieren. Haben wir hier noch irgendwas? Ja. Ja, der gute Soltan hat uns gesagt, dass er dumm war. Das hätten wir auch vorher uns schon denken können. Und dass der gute Soltan halt etwas befreit hat. Etwas Großes, Mysteriöses, Grauenhaftes, Wunderbares, was auch immer. Ah, alle Maler Aquamaler, Spielgott. Da haben wir ja endlich diesen teichähnlichen. Ja, da hat doch wohl jemand, sie vermutet wohl Cyrus, Spaß einfach in den Dings geworfen. Kann man da jetzt nicht mal mit dem Stuhlhaken ein bisschen? Auch wenn das nichts bringt wahrscheinlich, aber... Das war meine Katze. Kann doch nicht sein, dass so eine kleine Katze Bilder tragen kann. So, wir gehen nochmal in den Keller. Das lässt mir nämlich keine Ruhe. Wir versuchen nochmal in den Keller zu kommen. Ja, da hat jemand halt die Katze niedergemeuchelt und da einfach mal in den, ja, was ist denn das da jetzt? So ein Brunnen... Scheiße. So ein brunnenähnliches Teil da, Teich. In den... Gartenteich geworfen. Ich habe meine Wasserpistole jetzt leider nicht hier. Und auch so nichts im Werfen. Können wir hier jetzt? Können wir immer noch nicht. Das flackert da zwar vor sich hin, aber mich nervt das einfach nur gerade. So, okay, gehen wir hier mal hin. Und dann gucken wir nochmal die Handfesseln an. Aber nein, es tut sich nichts. Also ich bleibe dann doch bei der Variante. Gut, also halt, dass man hier unterschiedliche Videos sich anschauen muss. Beziehungsweise vielleicht darf man hier vorher auch nicht irgendwie draufklicken. Weil sie sagt ja vorher so, ein guter Tropfen. Irgendwann in den vorherigen Kapiteln. Okay, also der alte Karnowasch oder was halt auch von ihm übergeblieben ist, hat uns jetzt quasi zur Aufgabe gemacht, finde den Drachen. Also das heißt, wir müssen jetzt erstmal die Dragon Balls finden und dann müssen wir den Drachen Shenlong irgendwie uns hier halt heranholen. Was ist hier los? Illustre Musik. What the hell? Das war der Papageno, oder nicht? Papageno, oder irgendwie so geht das doch. Zauberflöte. Also spontan würde ich echt sagen, das ist die Musik von der Zauberflöte. Die kriegt gleich hier echt was von Fresse da. Ist ja wohl unglaublich. Sekunde mal, ich bin gleich zurück. Ich schneide das mal ganz kurz.
So, da bin ich auch schon wieder. Ich musste mir gerade mal meine Wasserpistole holen und musste hier gerade mal den Mülleimer wieder aufheben und was nicht alles. Okay, wir sollen also den Drachen finden. Den Drachen. Der Drache. Sie erinnert mich an den zweiten Stock. Glaube ich. Ja, ich glaube, das ist der zweite Stock. Okay, pass auf, wir gehen hier nochmal rein. Gucken nochmal nach dem Spiegel. Nein, das sieht immer noch nur so aus, als wenn... nein. Nein. Denn ist der wirklich erst in Kapitel 6. Okay, wir gehen hier jetzt wieder zurück. Da war ja auch nichts weiter, so spiegeltechnisch. Dann gehen wir eine Etage höher. In den zweiten Stock. Da haben wir auch nochmal einen Spiegel, wo wir nochmal schnell einen Blick reinwerfen könnten. Und zwar hier drin. Einmal nach unten. Nein. Gut, da also auch nicht. So, dann hier lang. Und hier rein. Und der Drache. Er weist uns den Weg. Warum, denkt sie darüber eigentlich noch nach? Ich würde in dem Haus, da würde ich mir gar keinen Kopf mehr machen. Ich würde einfach nur noch sagen, jo. Und einfach nur noch hinnehmen. Ganz stupide, ganz dumm hinnehmen. So, der Drache weist uns den Weg. Da stellt sich mir die Frage bei dem Ding hier. Erstens, warum sollte man so etwas bauen? Zweitens, warum sollte man so etwas kaufen? Genau, der Drache zeigt dir den Weg. Zweitens, warum sollte man sich sowas kaufen? Und drittens, nur rein vom Ding her. Okay, der Drache zeigt uns bekanntlich den Weg. Also hier lang. Na? Oh! Ein Geheimgang. Oh my god, secret panel. Ja. Ein Geheimgang. Dieser Geheimgang, der so geheim, dass wir da einfach mal reingehen. So ganz mutig. Okay, da kommen wir wieder raus. Und hier kommen wir irgendwie weiter. Genau, mit dem Bombenaufzug. Dass sie auch gleich weiß, wie das Ding benutzt wird und dass sie da auch einfach so raufsteigt und das Ding einfach benutzt. Ich meine, 100 Jahre wurde der Scheiß nicht mehr gebraucht. Ja, gute Technik, funktioniert vor allem auch noch. So, jetzt können wir hier einmal durchgucken. Wir erinnern uns, wir standen in diesem Raum und wir hatten diese Geräusche. Jetzt wissen wir auch, woher diese Geräusche stammten. Die wir da so vernommen haben. Naja, sie lächelt ja wenigstens noch. So, hier geht es weiter. Hier noch irgendwo was? Nein, also den nächsten Aufzug. Und es geht noch weiter runter. Theoretisch müssten wir damit im Erdgeschoss sein. Rein von der Theorie her. So. Wo geht es hier hin? Warum läuft sie? Too far. That'd be a long jump. Ja, dann mach doch mal den weiten Sprung. Tja, da waren die Macher ja faul. Da haben sie eine Sequenz genommen. okay. Will ich jetzt mal nicht weiter drauf eingehen, finde ich nur gerade lustig. Ach hier. Ich wollte gerade sagen, irgendwo muss doch weitergehen. Und wir kommen in einen neuen Raum.
So, die Tür ist zu. Zu ist die Tür. Okay, scheint nur von der anderen Seite aufzugehen. Ja, ich meine, wer möchte nicht gerne in einem solchen illustren großen Raum, also in so einem Haus, ne, mit hier eigenem Theater und so weiter. Und dieses Theater ist nicht gerade klein. So, was haben wir hier? Wir gucken uns natürlich als erstes mal den alten Stuhl an, der nachher noch recht interessant werden könnte. Habe ich so gehört. So, wer diese Videosequenz von eben nicht kennt, der sollte sich einfach mal Folge 1 antun. Da ist diese gesamte Videosequenz zu sehen. So, was haben wir hier? Einen Spiegel. Aber der Spiegel, der verändert, hat sich noch nicht verändert. Klingt auch geil. Also der Spiegel sieht noch normal aus. Ja, mach dich wieder hübsch. Ja. Irgendwie immer ein Video für alles, aber gut. Produktionsgebühren. So, was haben wir hier? Carlo, Dimensionen der Magie. Okay, was haben wir noch? Wir haben hier noch einen Schrank. Was wird uns in dem Schrank erwarten? Vieles, vieles. Unnützes. Hier Kanus, Zylinder und da haben wir was zum Anklicken. Carno und Malcolm. Carno und Malcolm. 1897. 1897. Ja, Entschuldigung für diese Aussage, aber ich bin so ein Bimbo, Alter. Genau diese Stelle habe ich nämlich im Hinterkopf gehabt, dass sich ein Bild verändert. Und deswegen habe ich euch damit Folge für Folge für Folge gequält und habe mir sämtliche Bilder angeschaut. Ja, sehr geistreich. So, ich würde sagen, der Einzige, der uns bei diesem Bild helfen kann, ist der gute Carno himself. Nein, Carno heißt er gar nicht. Malcolm mittendrin. Deswegen würde ich sagen, wir fahren jetzt einfach mal in die Stadt nach Malcolm hin. Wenn das denn geht, wenn wir hier denn rauskommen. Nee? Muss ich mir jetzt noch einen Weg raussuchen? Ah. Es ist offen. Auch cool gebaut hier irgendwie, ne? Also... rein vom Design her gebaut, natürlich. Mein Don. Oh, Don? Was mit Don? Don ist besoffen vom Absinth eingepennt. Nice. God, look at you. I don't care anymore. I just don't care. Sie interessiert sich nicht mehr für ihn. I'm going to bed. Hä? Sie geht ins Bett? Oh, das Kapitel endet hier. Weiterspielen.